Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Szenario Feuriges Pech. Ja, unser lieber Salim, der, ja, wie soll ich sagen, er leidet unter Burnout. Wir haben auch in der letzten Folge gerade, wir hatten mit dem Havea, Weinupo, bla bla bla, sind wir sehr kompatibel gewesen. Und haben uns eigentlich schon romantisch drauf eingestellt und so. Und dass er vielleicht unter Umständen auch, ja, der geeignete Lebenspartner für Salim ist. Und ja, aber der liebe Javier, der meinte ja irgendwie still und heimlich abkacken zu müssen. Und jetzt hoffe ich, dass sein Geist vielleicht doch irgendwann auftaucht und wir auch den Salim dazu bewegen können, aus dem, also beziehungsweise helfen, aus dem Burnout wieder rauszukommen. Und deswegen werden wir ein bisschen entspannen. Wir haben ja aber auch noch 11 Stunden Zeit bis zur Arbeit. Also von daher können wir bis dahin bestimmt hoffentlich das so weit hinkriegen, dass er weniger angespannt ist, wegen beginnendem Burnout. Ja, ausgebrannt. Salim sollte eine Pause machen, bevor sein Gehirn komplett blockiert. Ja, deswegen So, habe ich ja gedacht, dass du keinen Bock mehr hast. Salim ist zu gelangweilt. Ja, dann lies doch ein Buch oder du kannst ja auch Gitarre üben. Was ist denn hier am Dampfen? Ach so. Ja, stimmt ja. Wir haben ja ein Vulkangebiet hier. Und im Prinzip könntest du hier auch alles wieder verkaufen. Aber ich denke mal, wir werden jetzt erstmal gucken, dass du dich mal hier ein bisschen anderweitig beschäftigst. Ach, gebrannt hat es anscheinend auch. Das habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Von wem ist das? Clara Bjergsen. Ach, hatten wir nicht auch eine Feier irgendwie? Ich muss mal in sein Bestreben gucken. Level 8 der Gastronomiekarriere erreichen. Ja gut, da fehlen uns noch 2 Stufen. Das wäre aber die letzte Aufgabe für Meisterkoch zu sein. Und dann müssen wir mal gucken, was wir noch so anstellen können. Unter Umständen könnten wir ja eigentlich auch noch was kochen, bevor du losziehst zur Arbeit. Eigentlich müsstest du auch mal schlafen, ne? Warte, weißt du was? Du gehst jetzt einfach mal eine Runde schlafen. Das soll ja bestimmt, sollte er auch irgendwie helfen, oder? Hoffe ich. Was ist denn jetzt schon wieder? Die Rechnungen. Ich kann nicht. Ich kam nicht gut an deinen Briefkasten. Lüg doch nicht. Kam nicht gut dran. Was möchte denn die Bella? Ich habe spannende Neuigkeiten, Salim. Mortimer und ich sind Eltern geworden. Oh Gott. Okay. Ich kann ja auch später. Ich kann ja über, also per Handy die Rechnung bezahlen. Das ist ja kein Problem. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich irgendwie herausfinden könnte, wie ich diesen Javier wieder ins Spiel holen kann. Aber ja, habe ich nicht geschafft. So, wo ist denn euer Kind? Also hier unten steht kein Kind, oder? Ich weiß, ihr hattet ja schon ein Kind, oder? Sag mal, wo stellt ihr denn die Sachen immer hin? Hier ist jemand? Müsste ich mal gucken, ob ich das, dieses Kind schon kenne.
Bin mir nicht sicher. Hallo? Na du? Wer bist denn du? Tobias, Neugeborenes. Und Aaron? Ach, das ist von Bjergsen gewesen. Der haben wir, glaube ich, nicht Hallo gesagt, ne? Kann das sein? Was ist denn los? Soll ich dich vielleicht mit Flasche füttern? Bekuschelt möchte der. Was? Warum bist du denn jetzt ausgebrannt? Oh Mann, können wir das irgendwie... Tut mir leid, dass du dich um das Kind gekümmert hast. Mein Gott, ich hab gedacht, das wäre eine gute Idee. Ach, übrigens, wo ich jetzt gerade hier in der Nachbarschaft bin, sind ja mittlerweile Pferde ins Spiel gekommen. Bin noch nicht dazu gekommen, da irgendwie was dazu zu machen. Ich weiß auch nicht, wann das passieren wird. Aber eigentlich hätte ich ja schon Lust irgendwie auf Pferde. Aber okay, ich glaube, hier in dem Szenario ist das, glaube ich, keine gute Idee. Zumal wir ja auch auf einem Grundstück wohnen, wo dann auch der Vulkan ausbrechen kann. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Umgebung ist für ein Pferd. Wenn ihr versteht, was ich meine. Was kann ich denn machen, dass du nicht angespannt bist, also ausgebrannt? Hm? Schlafen hat ja anscheinend nichts gebracht. Ich meine, ja, von einmal schlafen ist so ein Burnout ja auch nicht verhindert, ne? So, aber ich muss dich zur Arbeit schicken. Du musst zwar nicht fleißig arbeiten, aber ganz entspannt, ne? Kann ich dir da irgendwie sagen, dass du ganz entspannt sein sollst? Ach, geh doch, Judith. Ausgefallene Gerichte ruhig angehen lassen. Ja, komm. Es ruhig angehen lassen. Ich glaube, das ist doch eine gute Idee, oder? Zwar steigst du so nicht schnell auf. Und wir sind ja eigentlich kurz vor der Beförderung. Aber wenn er einen Burnout dann hat, also wenn das wirklich dann vielleicht noch mehr, dann geht er sowieso nicht arbeiten. Also kann er dann nicht arbeiten, was ja dann auch blöd ist. Also dann lieber ruhig angehen lassen und nicht zu viel Stress. Ne? Könnte ich das... Aber warum muss denn deswegen die Arbeitsleistung hier runtergehen? Das ist unfair. Das ist wirklich unfair. Weil er arbeitet, er ist zur Arbeit gegangen. Ich glaube, euch geht's zu gut. Das ist doch unfair. Die Arbeitsleistung müsste runtergehen, wenn er gar nicht erst hingeht. Aber wenn er doch, da, das hieß doch, das macht er jetzt eben bereits, ja. Aber dann geh halt normal. Oder hätte das dir jetzt geholfen? Ja, ne? Ja, das ruhig angehen lassen ist besser. Aber man wird damit bestraft, ne? Finde ich eigentlich scheiße. Oh, hat er jetzt kein Burnout mehr? Dann kannst du jetzt fleißig arbeiten. Nee, komm, den Tag machen wir normal. Dann hat er ja eh frei. Und dann hoffe ich mal, dass wir Freitag dann direkt frisch durchstarten können. Dann machen wir auch diese Tagesaufgabe, dass wir da dann vorankommen. Aber ich denke mal, jetzt ist, glaube ich, besser, wenn wir das mit dem ruhig angehen erstmal weitermachen. Weil nicht, dass er schon wieder Stress hat, ne? So. Was für ein Arbeitstag. Salim ist wieder zu Hause. Angespannt. Braucht dringend Urlaub. Deswegen machst du hier jetzt mal klar Schiff. Und den Müll bitte leeren. Und dann schicken wir dich mal ganz entspannt unter die Dusche.
Und dann müssen wir noch die Rechnung bezahlen. So, und schon bist du wieder ein bisschen glücklicher. 3 Stunden braucht er noch, um dann das angespannte dann. So, dann werden wir doch mal alles verkaufen, damit wir da auch ein bisschen mehr Geld noch zusätzlich dazu kriegen. Und dann können wir doch ein paar Gerichte zaubern, oder? Grauenhaft war der Tag, ja. Seit wann darf ich denn den Scheiß hier nicht? Ach so, weil das von jemand anderem zubereitet worden ist, alles klar. So. Und dann könnten wir uns ja überlegen, ob du tatsächlich mal an die Gitarren, also die Gitarrenfähigkeit verbessern möchtest. So, Hochzeitstorte brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Erstmal kochen. Eigentlich mag ich nicht, dass du hier groß hier dieses laktosefreie Parfait, das könntest du auch noch zubereiten, wenn du fertig mit Essen bist. Wir müssen ja gucken, dass wir auch die Tagesaufgabe erledigt bekommen. Und dann hilft das ja auch schon bei der Beförderung. Garten, nee, Cäsarsalat. Und kochen macht doch Spaß, oder? Guck mal, selbstsicher ist er sogar. Und die Sachen abgeschlossen. Sehr schön. Was haben wir hier? Haben wir irgendwas gekriegt? Nö, ne? So, willst du ein bisschen üben? Oder? Machen wir auch gleich ein selbstsicheres Gemälde. Für den Fall, dass das vielleicht ein Meisterwerk wird oder so. Haben wir denn noch zu irgendjemandem eine Techtelmechtel-Beziehung? Oder haben wir die beendet? Ja, mit den anderen beiden waren wir gut kompatibel und mit ihm halt sehr gut. Deswegen, das macht mich. Mit ihr sind wir natürlich auch sehr gut also kompatibel, aber sie ist halt verheiratet, ne? Ja. Die anderen kennen wir noch nicht gut genug, dass wir sagen können, wir sind kompatibel oder so. Also ja, ich hoffe, dass er uns hier irgendwann heimsucht, damit ich ihn dann in den Haushalt einladen kann. Ich hoffe, dass dann das Szenario nicht unbedingt abgebrochen wird. Das wäre nämlich irgendwie scheiße. So, an Sammler verkaufen bitte. Wobei, nö. Weißt du was? Das hängen wir uns auf. Leinwandrahmen. So. Und dann hängen wir uns das hier ins Schlafzimmer. Und dann können wir uns das immer irgendwie mal ansehen und vielleicht selbstsicher werden. Wo ist er denn jetzt hin? Auf Klo? Ja, ne? Ach ja. Wie viel Geld haben wir denn? Meint ihr, ich sollte das hier wieder ersetzen? Zumindest die Theke, das sieht ja schrecklich aus. Und das hier könntest du mal sauber machen. Ja, es ist schmutzig. Ich habe dir aber auch deswegen gesagt, dass du das sauber machen sollst, du Eumel. So, energieeffizientes Gerät ist es schon. Haben wir hier noch irgendwelche? Das ist auch schon energieeffizient. Wasseraufbereiter.
Ja, dann müsste ich aber auch erstmal einen kaufen, ne? Jeden. Wir müssen ja schließlich uns auch um den Garten kümmern. Bewässern müssen wir, glaube ich, nicht, weil es ja gerade regnet. Von daher Rechnungsinfo. Wasser haben wir noch nicht mal viel. Und Strom ist jetzt auch nicht gerade viel. So, magst du noch ein bisschen meditieren? Im Regen? Soll ja auch entspannend sein. Emotionale Achtsamkeit. Klarer Verstand. Also ich denke mal, dass das schon viel bringt, dass wenn er auch Urlaub hat, dass er den auch genießt. Sag mal, hier ist doch irgendwo ein Dings an, ein Radio. Wir schalten das mal aus. So, und dann müsstest du eigentlich mal. Es ist ja schon morgens. Wie geil ist das denn? Ich habe die ganze Nacht durchgemacht. Ich habe gehört, dass die Festival-Shirts sollen der absolute Hammer sein. Lass uns hingehen und eins kaufen. Na gut. Wir haben uns zwar gerade hingelegt und eigentlich sind wir so gut wie im Eimer, aber ja, warum nicht? Vielleicht treffen wir ja noch jemanden, der auch mit uns sehr kompatibel ist. Obwohl diesen Javier kann keiner ersetzen. Also ich fand den richtig sympathisch. Auch die Frisur, das sah einfach alles schnuffig aus. Tralala, hier steht ein Haufen Sims. So, wer seid ihr denn alle? Alika, Ava, Lilly. Wer ist das? Bernice. Ah, da sind zwei Frauen, ne? Und er sieht doch auch ganz nett aus, der Marcel Price. Können wir uns mal direkt mal vor euch vorstellen und wer sind sie? Mortimer Kruse. Ach so, Entschuldigung. Sie sieht auch ganz nett aus. Die Jane Price. Ach, dann seid ihr miteinander wahrscheinlich bekannt, ne? Na toll. Ich möchte eigentlich wissen. Dass Jane Chanet oder sowas mit Marcel verheiratet ist. Ja, okay. Alles klar. Was soll ich denn machen? Festival-Shirt kaufen. Wo ist denn eigentlich unsere Begleitung? Und dann tragen wir das direkt. Und dann gehe ich wieder heim. Ach, da ist sie doch. Dann umarmen wir sie doch gleich auch mal. Da. Dann hätten wir das doch abgeschlossen. Es mit ihr sind wir halt nur gut kompatibel. Ich möchte einen sehr gut haben. Vielleicht können wir ja sie ein bisschen ausfragen. Unsere liebevoll über Cosplayer reden. Ja, das können wir gerne machen. Das ist ja die Judith oder Jude oder wie auch immer sie heißen mag. So, über sonniges, nee, über Lieblingsrezepte reden. Vielleicht sind wir dann mit ihr ein bisschen mehr kompatibel. Aber ich bin mir nicht sicher. Wie, wann finden wir denn das heraus, dass wir
kompatibel sind oder inkompatibel. Wenn wir sie besser noch kennenlernen? Wir kennen ja noch nicht mal ihr letztes Merkmal. Aber ich glaube nicht, dass wir kompatibel sind. Arv. Oh, yes, Sturm Garsha Thark, 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 Itak, Thark. Ich glaube nicht, dass das. Fuibak, Dutsu, oh, Dol, Mal, Speck, Quipstrip. Okay, ich glaube. Nee, unbekanntes Merkmal. Was war denn das jetzt? Materialistisch. Ich glaube nicht, dass wir kompatibel sind. Wann finden wir das denn heraus? Willst du über Techtelmechtel im Raketenschiff machen? Laden. Die können wir nicht fragen. So, ich denke mal, aber ich werde jetzt mal wieder nach Hause gehen. Reisen nicht möglich. Ja, dann werde ich das hiermit mal beenden. Und dann werde ich nämlich nach Hause düsen, weil es wird ja auch langsam wieder Zeit, einen Cut zu machen. Und dafür wäre ich schon gerne zu Hause. Und eigentlich ist die Energie ja auch entsprechend niedrig, dass wir eigentlich auch schlafen müssen, so ein bisschen, damit wir wieder die nächste Nacht durchmachen können, dass er irgendwie so ein Durcheinander in seinen Alltag kriegt. Das ist mir auch sehr wichtig, dass das passiert. Eigentlich eher weniger, aber okay. Ja, wir haben immer noch Dienstag, das heißt, wir haben noch 3 Tage im Prinzip frei. Und ich hoffe, dass vielleicht in der Zeit unser lieber Humpel hier wieder aufersteht und als Geist rumgeistert. Wäre irgendwie cool. Muss doch irgendwie funktionieren, oder? Es reicht auch, wenn er einfach hier dann irgendwann auftaucht. Vielleicht spätestens zur Geisternacht oder so. Keine Ahnung. Aber ja, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich jetzt hier einen Cut mache. Und das werde ich jetzt auch durchziehen. Und ja. Dann kommt nächste Woche die nächste Folge und dann werde ich mal gucken, was wir da so alles erleben. Wie schon gesagt, er hat ja jetzt erstmal frei und dann können wir uns ja hier anderweitig beschäftigen und hoffen auf geistige Wiederkehr. Und ja, bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und tschüss!